Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Leider habe ich mein Abo, ach nee, nicht Abo, Abo ist ja eingetragene Marke. Ah nee, jetzt lass mich da eigentlich in die Hand. Leider habe ich mein Pizza Kebab House Shirt nicht an. Was steht da eigentlich immer drauf? Pizza Kebab House? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall mein Döner-T-Shirt nicht an. Trotzdem ist das eine Folge Ramses Kitchen. Das ist nämlich gerade in der Wäsche. Da ist nämlich letztens noch Suströming draufgekommen. Deswegen musste das erstmal gewaschen werden. Und wir haben heute was ganz Simples für euch, nämlich KitKat. Hey! Da wird auch gleich das Auge trocken. Nein, da bleibt kein Auge trocken. Was ist das überhaupt? A Taste of Delicious Coconut. Ne? Da wisst ihr Bescheid, ihr guckt ja alle immer Wrestling, daher zieht man sicher das Englisch raus. Eine Portion, das sieht aber interessant aus. Der Adi guckt auch schon, der ist gespannt, der denkt wieder, es gibt Snacks. Auf jeden Fall so eine ganze Tafel hier. Have a break, have a KitKat, man kennt ja den Spruch, KitKat, Cut, wie auch immer, gibt es auch in so vielen Varianten. Zuletzt hatten wir auch, glaube ich, mal dieses, den beim Ruby-Trend, dieses Pinge KitKat probiert, was mir persönlich gar nicht geschmeckt hat, ich den Trend auch nicht verstehe. Das Weiße finde ich ganz gut, finde ich ganz chillig. Gibt es davon überhaupt Weißes? Alles gibt's als Weiß, die Schokobons und das Lion White. Aber jetzt eben A Taste of Delicious Coconut. Das wollen wir mal aufmachen. Soll ich dir auch eins hinwerfen zum Probieren? Wie jetzt nicht, ne? Hier im Bett rumliegen und keinen KitKat naschen wollen oder was? Das ziehen wir mal auf. Da habe ich es schon kaputt gemacht, wie ich sehe. Dann können wir es nämlich auch gleich rumdrehen. So, guckt euch das mal an. Das ist einmal so und einmal so. Das sind also hier schon 6 kleine Stückchen. Oh, und jetzt, was ist das denn? Jetzt zerfällt das auch noch komplett. Adi, nein, lass die Kekse in Ruhe. Das ist aber komisch. Da hätte ich mir mehr erwartet. Ich dachte, das sind sowieso von hier bis runter eine Stange. Aber die sind in der Mitte nochmal geteilt, sind so geteilt. Sieht auf jeden Fall lustig aus von dem Muster her. Die anderen liegen jetzt noch hier unten, ne? Wie gesagt, das war eigentlich so eine ganze Ration. Riecht auf jeden Fall wie Raffaello. Nee, was ist das weiße Zeug? Raffaello? Wie Raffaello, genau. Schmeckt aber wahrscheinlich extrem schokoladig. Mit einem Hauch von Kokos. Ich glaube, wer Kokos mag, der muss einfach Raffaello essen. Da ist er auf der sicheren Seite. Wir probieren trotzdem mal ein Stängchen. Jetzt ist schon wieder hier an der Seite. Die ganze Glasur, nennen wir es mal, einfach abgegangen. Und ihr habt hier nur noch den Keks blank entblößt. Ist also eine kleine Baustelle beim Essen. Schmeckt aber eigentlich ganz angenehm. Ich wusste gar nicht, dass KitKat so extrem aus Keks besteht, beziehungsweise einer Waffel mit Schokolade drum. Ich dachte, KitKat, das besteht aus was weiß ich. Vielleicht ist das bei dem einfach nur so, dass er sich dachte, wir bauen jetzt einfach eine Waffel. Machen ein bisschen Schoko drum und sagen dann, jetzt schmeckt es nach Kokos, Bruder. Nein, aber ich glaube, bei dem anderen KitKat ist das ja auch innen drin genauso. Das sieht genauso aus, aber ihr schmeckt das nicht. Es schmeckt irgendwie komplett anders. Es schmeckt wirklich einfach nur wie eine, ja, eine Waffel halt mit ein bisschen Kokosgeschmack. Bei dem anderen KitKat, da habt ihr, ist dieser Schokoladengeschmack einfach viel präsenter und überhäuft euch, dass ihr da gar nicht auf der Liste habt, dass das ja eigentlich eine Waffel ist mit Schokolade drum. Für mich war KitKat immer einfach im Prinzip eine Art Schokoriegel, so wie alles andere. Aber hier merkt man ganz deutlich, dass KitKat eigentlich Waffeln sind mit Glasuren. Also wer Kokos mag, kann das ruhig mal probieren. Sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Wenn ihr das mal rumliegen habt bei euch auf dem Tisch und die Leute kommen und sagen, was ist das denn? Kann man das in den Mund nehmen? Sagt ihr einfach nein, ich erschieß dich, das war teuer. Oder er bietet was an. Könnt ihr natürlich auch machen. Bin positiv überrascht, muss ich sagen. Raffaello trotzdem noch auch
Ganz besonders eben durch diese Flocken, die da aufkommen. Da könnt ihr mal so ein, zwei Stangen essen, danach ist wieder Ruhe, ne? Also esst keine ganze Packung alleine, teilt euch ein, jeden Tag einen Biss und dann passt das. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal gesehen? Ne? Ich muss aber vorlesen. Wie heißt es? Jetzt krümelt hier alles runter. Hui. A taste of delicious coconut. Wenn ihr das auch kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, würdet ihr das gerne auch mal testen. Schreibt es auch mal rein. Schicke ich euch gerne eins zu. Eigentlich Spaß. Die könnten mir mal was zuschicken, dass ich was zu essen habe. Ne? Wo kann man sich da bewerben? Wenn das jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Coconut. Delicious.